PA. Komm, P. Heute einen wunderschönen guten Tag. Kurz, wieder an. Wie heißt der Song? Montrachet? Was, ne? Montrachet. Wisst ihr, was das ist? Sag's mir gerade, wer hat gegoogelt? Gegoogelt, das ist eine Weinanlage. Also, es ist ja Wein. Ist jetzt PA in dem Wein-Business drin, oder was? Ich weiß nicht. Weil da kann man auch gut investieren. Aber PA ja, ist der Labelchef von meinem Lieblingslabel. Ich hab ihn auf Instagram gefolgt. Okay. Oh. Das mach ich bei jedem. Ja. Cringe. Das war sehr cringe. Also, in dem Sinne, Leute, viel Spaß bei der Reaction. Telegram-Bewertung wird einmal hier eingeblendet. Checkt das Ganze ab, wie ihr mitbewerten könnt beim nächsten Mal. Und warum und weshalb die Leute hier auf diese Bewertung gekommen sind, erklären wir am Ende des Videos. Bruder, hör auf weiter zu babbeln und mach einfach nur Play. Ich kann mir das Gefühl geben danach. PA Spots, also Spots. Hat ein bisschen Raffaello Drip. Santorini? Oh, geil. Okay, cringe. Ja. Warte. Unfassbar. Ich fand diese, einfach diesen, die Aufnahmen schön. Du fandst auch diesen Vibe gerade schön, gell? Es hat sowas. Oh, wenn wir beide im Beamer am Riden sind, fühle ich mich frei und geborgen wie ein kleines Kind. Du gibst mir dieses Feeling, das ich seit Jahren nicht hatte. Du trägst kein Philipp Plein, weil ich diese Marke hasse. Gib mir die Illusion, alles nur für mich zu tun. Stell dir keine Fragen, Baby, das hier wird kein Interview. Ich will die Wahrheit gar nicht kennen, weil sie so teuflisch ist. Rede mir ein, die anderen Typen bedeuten nichts. Geiler Real Talk bis jetzt. Geil, PA. Hey, voll interessanter Flow, finde ich, weil der ist nicht irgendwie exakt auf den Beat. Sondern, ja schon, aber irgendwie schnell. Ja, ja. Aber so un... Wisst ihr, was ich meine? Der Beat ist auch ziemlich leise im Hintergrund. Seine Stimme ist ziemlich weißt, präsent. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Als käme er den Beat zuvor. Hört es sich so ja, an. Ja, ich weiß, was ich schon meint. Vielleicht bestimmt Absicht. Kommt, ich ja, rein, bestimmt hören, Absicht. Leute. Ist interessant. Ich hab nicht gesagt, gesprochene gerade Zahl, sorry. Fenster sind beschlagen, die Scheiben sind verdunkelt. Mit dir bin ich im Rausch, deshalb bleibe ich dein Kunde. Lass uns bitte gehen, pack deine 7 Sachen. Ich will in Santorini nur ein bisschen Liebe machen. Baby, nimm noch ein Schluck vom Montrachet. Deine Liebe ist fake. Weißt du, warum wie du nur kann und geh. Was sehr stylisch alles. Schöne Melodie. Ja. Genauso simpel wurde auch das Musikvideo gehalten. Ja. Und so genauso simpel sind auch die Formen vom Auto. Nimm noch ein Schock von Marasche. Deine Liebe ist fake. Bist du von mir nur noch komm und geh. Das Auto ist abnormal schön. Das Auto ist wirklich abnormal geil. Schön vibe dieses Lied. Ich soll mal heute mal wieder sowas rausbringen. Und sowas. Ja. Okay, weiter. Immer wenn wir beide im Beamer am Ficken sind, krieg ich das Gefühl, du bist ganz allein für mich bestimmt. Ich weiß, dass ich dieses Spiel hier nicht gewinne, aber wenn ich dich in meiner Nähe habe, bin ich blind. Ficke jeden, der behauptet, du wärst eine Hure. Das ist kein Sex, das ist Kunst, du bist meine Muse. Hol dich in meine Villa direkt nach dem Videodreh. Der CEO macht dich heute zu seiner Beyoncé. Lass uns auf eine Reise machen ohne Gegenwind. Du schärfst meinen Blick für die Dinge, die ästhetisch sind. Ich sag dir ganz ehrlich, ganz ehrlich. Die sind gerade eine Mischung aus so richtig Ästhetik und Cringe. Nein. Aber für, nein. Ja, gib dir voll recht. Der Cringe. Der Cringe. Nein. Kam gerade ein bisschen höher. Nein, aber nein. Widerspreche ich 100%. Er hat den Cringe sehr ästhetisch verpackt, ja, dass ich eben doch nicht Cringe ist. Das es ist kein ich doch, Cringe. Es ist die Mischung aus dem Cringe und Ästhetik. Leute, wir reden vom Geschwister Cringe, nicht, dass ihr was falsch. Ja, bitte. Ja. Es ist kein. Er hat das künstlerisch Hammer umgesetzt. Es ist Geschwisterkönig. Komm, machen wir das weiter. Ich richtig gut, darüber zu reden. Ja, ich rede noch von der Kunst. Der Blick in deinen Augen so betrügerisch. Ich höre dir zu, obwohl ich weiß, dass du am Lügen bist. Nimm noch ein Schluck von Marasche. Ganz kurz, bitte, lass mal ganz kurz darauf eingehen. Mögt ihr so eine diese Uhr? Ich verstehe nicht, warum diese Uhr so einen Drip hat, wenn es in der Mitte Gold ist und außenrum Silber. Ich mag eh gar keine Uhr. Aber nur, da rennt diese Uhr. Viele mögen die. Muss Dings sein. Ich weiß, aber ich finde die nicht schön. Die haben, weil die auch Millionen Leute haben. Ich weiß nicht, ich habe noch nie drüber nachgedacht, weil ich solche Uhren mag. Naja,
weiß. Deine Liebe ist fake. Weißt du, warum, wie du nur kommst und gehst? Oh, wie schön dieser Shot gerade ist. Nimm noch ein Schock von Überraschung. Ja. Deine Liebe ist fake. Aber man merkt, wo welcher Rapper seine Inspiration war bei dem ganzen Song. Ja. Klar, safe Shindy, Digga. Ich wollte gerade sagen, ich könnte mir Shindy ziemlich gut darauf vorstellen, aber ich muss sagen, nee, der Beat ist zu... Nee, der passt nicht zu Shindy. Nein, aber rein thematisch, Musikvideo... Das ist so eine Mischung aus Shindys... wie heißt der Song nochmal? Vom Dreams. Honigstoff? Nein, von Dreams. Von Dreams. Das ist mit der Dings, mit dem Sänger da. Wie hieß nochmal der scheiß Sänger? dieser Supersänger da, der mit Lena Meyer-Landrut Feature hatte. Dieser eine da. Nico Santos. Ja. Yes, du weißt, welchen Track ich meine. Ich glaube, ja. Der Name fällt mir gerade nicht ein. Weißt du, das ist... Egal, das ist eine Mischung aus dem Track und Santorini. Oh, Raffaello. Aber es ist ganz schwer mit Tracknamen. Wie er hat gesagt, der schätzt Shindy als Rapper sehr. Na klar, das hat man. Einer deiner Top 5 Rapper, ich hab's auch mitbekommen. Es gibt keine Reihenfolge. Oh, Schwester. Ja, ich hab deine Insta-Story gesehen. Ich auch. Tick, tick, tick. Schieß nochmal dieser scheiß Track, Alter. Ja, dann mach Play. Ich hab keine Lust jetzt auf dein Rad. Nicht sagen. Das Model ist eigentlich auch voll interessant. Doch. Weil die sieht nicht so 0815 aus. Soll die 0815 aussehen? Kann ein bisschen zu random. Ja, manchmal. Wow. Dieser Lauf war echt random, Digga. Ich sag dir auch leider. Die hat wirklich mit viel Motivation ist die gelaufen. Ja, auch mal so. So leider war die relativ zu sehr freizügig, sodass ihre True Story Einzigartigkeit nicht rüberkam. So ihr Eardrip, weißt du? So ihr Gesichtsdrip. Ja, okay, da gebe ich dir recht. Aus der Perspektive gesehen ist korrekt. Außer aber, natürlich für den Vibe des Videos. Aber aus textlicher Perspektive von PA. Kann man natürlich auch. Ja. Mach weiter. Komische Thematik machen. Ja, aber gut analysiert. Wollen das ihr beide darüber? Ja, ohne Spaß. Alter. Leute, es geht nur in Reaction-Form. Außerhalb von Reaction, Digga, dieses Thema. Tabu! Tabu! Tot, okay, beenden wir die Reaction jetzt. Danke. Wir sind die Ravennas für den Instagram, alles. In der Beschreibung ist der Telegram-Link, die Ravennas. Warum haben wir nicht verstanden, was wir gesagt haben eben? Mach, beende!